Glück auf, meine Kumpel Malocha. Herzlich willkommen zu diesem Schalke Corner Update. Ja, es gibt einige Änderungen, einige Sachen zu besprechen. Alles hier in diesem Video. Und ich würde sagen, wir fangen an mit den Änderungen auf YouTube, denn wir sind hier auch auf dem YouTube-Kanal. Und deswegen springe ich auch mal in den YouTube-Kanal rein, damit ihr das besser sehen könnt. So, hier sind wir auf meinem YouTube-Kanal Schalke Corner. Und da gibt es die ersten Änderungen. Und das ist wie folgt. Also ich habe mir die Videos alle angeguckt. Mir ist aufgefallen, dass einige Videos sehr, sehr gut geklickt werden, einige Videos sehr, sehr gut kommentiert werden, dass das Feedback auf jeden Fall sehr gut. Dann gibt es einige Formate, die ja sehr untergehen. Und dann habe ich mir natürlich gefragt, woran das liegt, was man da verbessern kann. Hab dann auch im letzten Twitch-Stream mit den Live-Zuschauern, die da gewesen sind, das Thema auch mal angestoßen. Und wir sind zu folgendem Ergebnis gekommen. Und zwar, mir ist aufgefallen, guckt euch mal an, diese Aufstellungsvideos. Die Aufstellungsvideos gehen noch so, aber vor allen Dingen diese Notenvideos, die habe ich jetzt auch gegen Sandhausen dann nicht mehr gemacht. Da habe ich mir dann ein paar Tage Bedenkzeit jetzt mal gegeben, um ein bisschen über den Kanal nachzudenken. Und mir ist Folgendes aufgefallen. Guckt euch mal das Video an. 31 Aufrufe. Vergleicht mal diese 81 Aufrufe mit den restlichen Videos auf diesem Kanal. Das ist auf jeden Fall ein absoluter Witz. Kann ich aber auch jetzt, wenn ich so, dadurch, dass ich darüber nachgedacht habe, voll nachvollziehen. Natürlich sind da die 81 super Zuschauer dabei, die jedes Video angucken, immer den Daumen nach oben drücken. Danke euch dafür. Aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass ein Großteil der Leute sich gesagt hat, okay, ich gucke mir dieses Video nicht an. Das hat folgenden Grund. Wenn ich die Noten mache, dann mache ich die Noten im Twitch-Livestream, weil wir ja Community-Noten machen. Das sind ja eure, hier steht es ja auch, eure Noten zum Spiel Schalke gegen Bremen. Und das Ding ist einfach, wenn das Spiel beispielsweise an einem Freitag stattfindet, der früheste Termin, wo ich einen Twitch-Livestream mache, ist immer Montag. Ich mache die Twitch-Livestreams immer an Wochentagen. Dann mache ich ja den einen Livestream auf YouTube zum Spieltag. So, an den Wochentagen ist das halt das Riesenproblem, dass wenn das Spiel beispielsweise an einem Freitag ist, der nächste Twitch-Livestream frühestens am Montag kommt. Manchmal schaffe ich es dann trotzdem nicht. Ich versuche ja immer viermal die Woche live zu sein. Manchmal passt es dann auch an einem Montag nicht. Und wenn ich vielleicht mal wirklich eine schwierige Woche habe, wo ich viele Termine habe etc., dann ist es auch vielleicht mal an einem Mittwoch. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Dann normalerweise Montag oder Dienstag mache ich den Twitch-Livestream. Das heißt aber nicht, dass das Video am Montag oder Dienstag kommt, weil ich das ja auch erstmal schneiden muss und so weiter. Und das wird dann immer am Folgetag, beziehungsweise hier mache ich ja nochmal ein separates Video, nachdem ich die Noten habe. Und das wird dann im Folgetag erst hochgeladen. Also ergo, wenn ich Dienstag ein Video mache, weil Montag ich nicht konnte im Livestream, kommt das Video erst am Mittwoch. Wenn ich am Mittwoch diesen Livestream machen würde, was meistens nicht der Fall ist, weil ich schon Dienstag oder Montag im Twitch-Livestream bin, wird das Video sogar am Donnerstag kommen. Und am Donnerstag, Leute, wenn Freitag das nächste Spiel ansteht, das ist viel zu spät. Das ist viel, viel zu spät. Da kann ich voll nachvollziehen, dass die Leute keine Lust haben, dass das Spiel Schnee von gestern ist und dass man eher Richtung nächstes Spiel guckt. Und deswegen habe ich beschlossen, wir gehen back to the roots. Ich habe ja früher immer Vorbericht gemacht, dann Spieltag, Livestream und dann Analyse. Und das machen wir einfach wieder. Ne, das war eigentlich ganz gut, das war ganz cool. So wie ich mache einen Vorbericht, dann auch schön so in der Mitte der Woche zum neuen Gegner, dass man sich die ganze Woche noch hat bis zum Spieltag, um sich das anzugucken. Und die Analyse versuche ich so früh möglich wie es geht zu machen. Wenn das Spiel am Freitag ist, klar, wir haben dann hier nochmal diese Tor-Reaction-Videos, die auch sehr gut ankommen bei euch. Das wird dann kommen und so weiter, aber ich würde mal sagen, das hier war vor 3 Tagen, dann wird die Analyse einen Tag später kommen. Ne? Das hier war alles vor 4 Tagen, das war alles hier, das Spiel war vor 5 Tagen, ein paar Videos vor 5 Tagen, ein paar vor 4 Tagen, dann ich will, dass das letzte Video zum Spiel gegen Sandhausen
spätestens 3, eigentlich eher 2 Tage auf sich warten lässt. Je nachdem auch, wo das ist. Wenn es Freitag ist, ich sag mal so, Montag, ne, wenn das Spiel am Freitag ist, Montag der letzte Tag. Wenn das Spiel am Sonntag ist, Dienstag der letzte Tag, dann wären es so 2 Tage. Bei einem Freitag, Montag, klar, da kann man nochmal über das letzte Spieltag so Revue passieren lassen und dann in die neue Woche starten. So sind meine Gedanken dazu. Also da wird eine Analyse kommen zum Spiel. In der Analyse kommt dann aber noch die Notenvergabe. Also die Notenvergabe verschwindet nicht komplett. Die ist jetzt in der Analyse, kriegt ihr meine Noten und ihr könnt dann eure Noten in die Kommentare schreiben. So haben wir auch nochmal das Community-Bild, was wir da reinholen können. Und dann ist das nicht komplett weg oder komplett verschwunden. So, die Zeit in den Livestreams, wo wir diese Community-Noten bestimmt haben, würde ich dann auch sehr, sehr gerne nutzen, um andere Sachen zu machen. Auf Videos zu reagieren, so mit euch mehr zu interagieren, vielleicht ein Spiel zu spielen, alles möglich. Aber das hat halt auch im Livestream sehr, sehr viel Zeit gekostet. Und da war man im Prinzip in 2 von 4 Tagen war man nur mit Aufstellung oder Notenvergabe beschäftigt, weil das auch sehr, sehr lange ist, bis dann alle Spieler abgestimmt sind oder bewertet worden sind etc. Und ich bin auch teilweise in meinem Zeitdruck gewesen, deswegen, das war nicht so geil, fand ich. Das ist, finde ich, jetzt so viel, viel besser gelöst. Dann gehe ich auch mit der Frequenz runter. Wir haben ja dann 2 Videos gemacht. Immer, also einmal Community-Noten, einmal meine Noten. Das wird dann beides zusammengefasst in der Analyse. Und dann gibt es da nochmal weitere Sachen. Dann sprechen wir da im Detail über einige Spieler, über Spielzüge, über die taktische Sachen des Trainers. Ihr kennt ja meine taktischen Analysen. Die sind ja, könnt ja ein paar Monate zurückgehen. Da sind auf jeden Fall meine Analysen zu sehen. Und das wird dann auf jeden Fall so kommen. Und Vorbericht kennt ihr ja auch. Springt einfach ein paar Monate zurück. Da wird dann aber auch die Aufstellung nicht komplett verschwinden. Da werde ich dann meine Aufstellung bringen. Und ihr könnt dann eure Wunschaufstellung in die Kommentare schreiben. Dann noch einen Tipp zum Spiel. Werde ich auch einen Tipp nochmal abgeben. Da haben wir da auch dieses Community-Feeling drin. Die Frequenz der Videos. Also wir machen dann aus 2 Videos ein Video. Aus den anderen 2 machen wir auch ein Video. Und ja, wenn dann noch Tage übrig sind, wo man Videos bringen könnte, dann mache ich da, wie auch früher eigentlich, so Themenvideos oder aber auf irgendwelche Sachen reagieren. Jetzt CC zum Beispiel ist jetzt zu uns gewechselt. Habe ich leider kein Video gemacht, weil ich irgendwie die letzten Tage ein bisschen, ja, ich nenne mal einen Urlaub brauchte. Ich war ja nicht komplett weg, ich war ja auch auf Twitch unterwegs. Aber mal so eine kurze YouTube-Pause, sind ja nur 3 Tage gewesen, aber jetzt mittlerweile der 4., nur 4 Tage. Aber die habe ich mir auf jeden Fall mal gegönnt, um auch ein bisschen über den Kanal nachzudenken. Und ja, da werden auf jeden Fall solche Videos kommen, wie beispielsweise, wenn Spieler zu uns wechselt. Aber nicht als News-Format, weil da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Hatte ich auch mal gemacht, sind gar nicht angekommen. Also ich habe hier mal probiert, so News und so weiter zu machen. Ich bin halt nicht der Aktuellste, muss man ganz klar sagen. Und keine Ahnung, ich bin glaube ich mehr der Typ, der Meinung hat, Meinung raushauen kann, der da seinen Senf dazu abgeben kann, aber jetzt nicht der Moderator, der irgendwelche News und so weiter raushaut. Und wenn, dann würde ich das ganz kurz auf Instagram, Twitter oder so schreiben, aber oder so ein Reel oder so ein TikTok machen oder so, nicht so ein separates Video hier auf dem YouTube-Kanal. Sind ja auch nicht gut angekommen, also wenn man hier guckt, hier, wo ist es hier, 72 Klicks, ist ja ein Witz im Vergleich zu den anderen Videos hier auf dem Kanal. Also das sind auf jeden Fall meine Gedanken zu YouTube, also auf jeden Fall kommen jetzt Analysen wieder, es kommen wieder Vorberichte und es wird in der Woche Themenvideo beziehungsweise auf bestimmte Themen reagiert. Nicht als News, sondern als Meinung. Real Talk oder irgendwie sowas kann man das schreiben. So, das wäre es zum Thema YouTube. Dann kommen wir zum Thema Discord, denn wir haben einen neuen Discord-Kanal, der sehr, sehr gut läuft, wie ich finde. Ne, wir hatten den letzten Discord-Kanal, hatten wir hier, den habe ich jetzt, falls ihr hier noch dabei seid, hier habe ich die Leute schon weitergeleitet. Der wird jetzt nicht mehr aktiv bespielt.
Hier der Schalke Corner Discord Kanal Server zieht um. Hier haben wir den neuen Kanal und der neue Kanal ist bereits größer als der alte Kanal. Und das innerhalb von ein paar Tagen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir den online haben. Hier ist der, hier steht's. Mitglieder 209 und 30.04. Wir haben jetzt den 4.05., wo ich es aufnehme. Morgen ist der 5.05. Da wird es wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr noch sein. Also in 4 oder 5 Tagen super viele neue Leute dazu und den alten schon mal überholt. Hier seid ihr auch alle, so alle Mitglieder. Ich kann euch mal alle zeigen. Sehr, sehr geil. Vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. So, ich, so das waren, glaube ich, alle. So, ich zeige euch den Discord-Kanal mal. Wenn ihr da hinkommen wollt, gerne einfach in die Beschreibung. Und ich werde hier gerade angerufen. Muss ich ganz kurz unterbrechen. Ich zeige euch den mal. Hier. Wir haben hier, werdet ihr begrüßt, sobald ihr rein startet oder sobald ihr in den Kanal beitritt. Dann, sehr, sehr wichtig, müsst ihr die Regeln bestätigen. Dann habt ihr Zugriff auf alle Sachen hier auf dem Kanal. So, hier sind sehr, sehr viele informative Dinge. Hier kriegt ihr die neuesten News. Da kümmert sich Deadpool drum. Dann habt ihr hier einen Schalke-Feed mit allen News bezüglich Schalke von Schalke selbst. Hier habt ihr mein Update. Hier kriegt ihr immer YouTube-Videos und wenn ich live auf Twitch bin. So, hier wisst ihr, wo ihr überall reinfolgen könnt, wo ihr euch mit uns verbinden könnt. Da sind alle Plattformen drin. Auch hier der neue Kumpelsport-Kanal. Da haben wir noch 15%, noch wenige Tage, wenn ihr wollt, wenn euch das interessiert, können wir eigentlich gleich auch noch reingucken. Auf jeden Fall bestellen, bevor das ausläuft, das Angebot. So, hier suchen wir gerade Mods. Wenn ihr Bock habt, tragt euch ein ins oder bewerbt euch hier im Formular und dann habt ihr die Möglichkeit, bei uns Mod zu werden. Nicht nur auf Discord, wir suchen auch für YouTube und für Twitch, Leute. So, hier einfach draufklicken, dann kriegt ihr diese Schalke 04 Timeline bei euch rein. Haben schon 29 Leute in Anspruch genommen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hier könnt ihr reinschreiben, wenn ihr Kritik habt am Server. Wir haben einen Chat, der sehr, sehr fleißig diskutiert wird. Wir reden über den Spieltag, hier mit Abstimmungen. Hier könnt ihr eure Tipps reinknallen. Hier sammeln wir Fotos etc. Hier könnt ihr gerne, wenn ihr Fotos oder, nicht Fotos, wenn ihr Videos zu dem Spielen macht, ihr seid irgendwo im Stadion, ihr macht ein kleines Video oder so, dann könnt ihr das hier gerne, oder ihr könnt das mir einfach schreiben auf Discord und mir das schicken und dann habt ihr die Möglichkeit, dass ich euch bei Instagram, YouTube und etc. das Video dann teile und euch dann da auch markieren, wenn ihr das denn wollt. Das kann natürlich auch anonym passieren. So, Knappenschmiede haben wir. Bot ist eigentlich uninteressant. Hier gibt es Sprachräume. Ihr könnt sogar selbst eigene Sprachräume erstellen. Das steht hier alles drin. Könnt ihr dann mit mehreren Leuten drin sein. Heute war ich auch mit einem Kollegen da am Sprechen. Also ich bin da auch selber drin. Wir haben Spieltage, wo wir live dazu sind. Hier auch sehr, sehr wichtig, wenn ihr Tickets bekommen wollt. Und das ist natürlich jetzt gerade sehr, sehr gefragt mit Pauli und so weiter. Angebote, Nachfrage. Hier habt ihr die Möglichkeit, nochmal Tickets zu bekommen. Das wird sehr, sehr aktiv genutzt. Sehr, sehr viele Leute schreiben hier rein und helfen sich da gegenseitig. Und genau, hier seid ihr auf jeden Fall richtig für Tickets. Und ab und zu wird es hier auch ein Stage geben. Vielleicht kennen die einen das von Twitter, das nennt sich da Space. Und ich werde das mal ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, in was für einer Frequenz wir das bringen, aber auch mit der Community. Und dann das aber im Livestream zu machen auf Twitch. Also gleichzeitig auf Discord und im Livestream sozusagen mit der Community reden. In so einem Stammtisch, vielleicht über das Schalke-Spiel, vielleicht über irgendein Thema, was gerade ansteht. Und das werde ich da auf jeden Fall auch in Angriff nehmen und dann kriegt ihr aber auch hier immer Bescheid, wann das nächste Event, wann der nächste Stammtisch etc. ansteht. So viel zum Discord-Kanal. Ansonsten, ja, können wir gerne nochmal bei Kumpelsport vorbeischauen. Wo ist das? Hier ist Socials. Gehen wir hier mal drauf.
So, das ist der Kumpelsportkanal. Ist auch noch nicht so lange her. Ist auf jeden Fall hier vor 2 Wochen haben wir das gemacht, beziehungsweise vor 10 Tagen. Und ihr habt 2 Wochen Zeit gehabt, euch Sachen zu bestellen und 15% Rabatt auf alles zu bekommen. So, das läuft jetzt in 2 Tagen aus. Deswegen, ich empfehle euch das vor dem Spieltag auf jeden Fall, wenn ihr was haben wollt, zu bestellen, um diese 15% mitzunehmen. Wenn ihr sagt, ey, ich will dich unterstützen etc., ich brauche diese 15% nicht, ich will dich unterstützen. Ich krieg von den 15% nichts, das ist von diesem Spreadshirt, von diesem Anbieter was die Artikel rausschickt. Ich arbeite hier mit Spreadshirt zusammen und die geben uns 15% für die Eröffnung. So, ne? Die Marge bleibt für mich gleich, die geben von ihrem Anteil 15% für die 2 Wochen jetzt. Das heißt, ich gönne euch das richtig. Also lieber jetzt bestellen, anstatt später, ne? Das ist ganz klar so. Ich verdiene, wenn ihr da wartet und dann den vollen Preis bezahlt, verdiene ich nicht mehr etc. Wenn ihr helfen wollt, wenn ihr supporten wollt, das bringt da nichts. Tut euch lieber was Gutes und nehmt die 15% da an. So, gucken wir uns mal die Artikel an. So, wir haben verschiedene Designs erstellt. Das soll so in Richtung Streetwear-Marke gehen. Wir haben hier das Kumpelsport Classic Design. Da haben wir ein Kissen, wir haben hier Atemschutzmasken, Atemschutzmasken, dann haben wir hier ein Hoodie, hier haben wir ein Pullover, hier haben wir noch so einen Stoffbeutel, das ist mein Favorite, Kumpelsport Classic T-Shirt, wir haben hier Kumpelsport, die College-Jacke ist leider ausverkauft, genauso wie die Tassen und der Teddy, hier haben wir nochmal 2 T-Shirts, Turnbeutel und eine Snapback, also ich denke mal für jeden was dabei. Wenn ihr supporten wollt, könnt ihr das auf diesem Wege tun. Wie gesagt, 2 Tage noch 15%. Ihr könnt mir gerne Videos oder Bilder zuschicken, wie ihr die Sachen trägt oder wie ihr die Sachen auspackt oder bekommt. Auch ein Feedback für die Quali dalassen oder wie ihr die Designs findet. Es wird auch eine 2. Kollektion kommen, wahrscheinlich dann zur neuen Saison. Da sind wir auch auf Feedback gespannt, was ihr euch noch wünscht etc. Und ja, am besten jetzt in den nächsten Tagen bestellen, beziehungsweise ich nehme das am 4.5. auf das Video, also wird's, wenn ich das hochlade, der letzte Tag sein. Also Leute, wenn ihr da sparen wollt, wenn ihr Sparfüchse seid, dann auf jeden Fall dann direkt bestellen, damit ihr das die 15% erhaltet. Ja, ansonsten, genau, Twitch wird natürlich verändert, dadurch, dass jetzt diese ganzen Aufstellungen etc. wegfallen, kommt da jetzt mehr Reaction-Videos, mehr mit euch in der Kommunikation und zu guter Letzt haben wir ja noch die weiteren YouTube-Kanäle, da empfehle ich euch einfach in die Beschreibung zu gucken, überall reinfolgen, wo es geht, dann verpasst ihr nichts. Ich habe jetzt 4 YouTube-Kanäle insgesamt am Start, den Twitch-Kanal, ich bin eigentlich auf jeder Social-Media-Plattform aktiv, jetzt der neue Discord-Channel. Ihr könnt auf jeden Fall überall reinfolgen, kommt überall geiler Content und ja, würde mich freuen, euch da auf diesem Wege ja, uns zu verbinden. Alles klar, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Später kommt noch das CC-Video und dann, ich weiß nicht, ob heute oder morgen noch ein Vorbericht. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht es gut, Glück auf, ciao, ich bin raus.